Ja, Rolf, die 100 Tage die sind vorbei. Stadtpräsident von Buchs, aber es ist jetzt sein erstes Buchserfest. Wie fühlt man sich so? Lässig, cool. Es sind übrigens schon 178 Tage. Und eine coole Verwaltung, cooler Job. Mir macht es einfach nur Spass. Danke. Ich habe die zwei, drei Mal erlebt, so, oder? Ich habe dann gedacht, ich komme als Unternehmer zum Stadtpräsidenten. Ich habe die erlebt bei öffentlichen Anlässen. Du steckst das eigentlich wirklich gut weg, die Aufmerksamkeit. Du machst es wirklich sehr souverän. Tut man dir das auch so bestätigen? Oder wie sind so die Reaktionen, die du hörst? Die Reaktionen sind unheimlich cool. Nur schon eine kleine Sequenz von letzter Woche, wo eine Schulklasse an mir vorbeiläuft und zumal ein kleiner Knirps rausruft: Hoi, Herr Stadtpräsident, ich glaube, er ist unbezahlbar. Und gegen macht einem schon Freude. Er gibt einem auch Kraft für all das, was man durch die Menge erdulden muss, oder? Nehme ich an. Das ist nicht das, was man erdulden muss, sondern das ist das, was ausmacht. Unbezahlbar, einfach nur schön. Was sind so deine Ziele? Hast du spezielle Ziele? Also, weißt du, kommt man jetzt auf dich zu, dass man viele so sagt, jetzt könntest du das und das noch machen. Musst du dort ein bisschen bremsen, oder wie ist das so? Wir haben Haufen Ziele, wir haben Haufen Sachen, die man bremsen muss. Man muss einfach die Waage finden, das Miteinander. Und ich denke, auch wenn wir heute Abend daher schauen, alle miteinander, dann passt es auch. Und Buchs ist natürlich ein Magnet, gell? Ich weiss es nicht mehr genau, aber es gibt fast über 90 Nationen, die hier sind, oder? Das ist natürlich schon Multikulti pur, gell? Ja, heute sind, glaube ich, fast mehr als 90 Nationen auf dem Platz. Und wenn nach alle daherkommen, zeichnet das auch Buchs irgendwo aus, dass wir einfach attraktiv sind und offen sind für die. Und es ist ja schön, wenn es einfach im Einklang geht, und das ist doch gut. Als Stadtpräsident ist man schon ein Vernetzer, oder, nehme ich an. Das ist ja deine Branche, die vorher drin war, bist Netzwerk und so weiter. Das machst du auf politischer Ebene auch, nehme ich an. Das mache ich auf jeden Fall, selbstverständlich. Ich mache nicht nur auf politischer Ebene, natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Das heisst, ich habe heute Abend jetzt gerade wieder Rötschwer getroffen, wo ein sehr interessantes Geschäft daraus könnte werden für die Stadt Buchs, und dann passt das. Du bist bodenständig, du bist volkstümlich, du bist umgänglich. Ich glaube, kommt dir das ein bisschen entgegen? He? Ja, richtig. Ich bin gerne unter den Leuten, aber es ist auch kein Neues, kein gar nichts, sondern es sind einfach ein Haufen, die ich kenne und hier leben. Also passt es einfach. Und was hat dir jetzt gepasst, so ein bisschen dort bei den Pfadi zocken, im Stillen eher ein bisschen, oder mischst du das Publikum jetzt hier am Buchserfest? Ich war schon den ganzen Nachmittag unterwegs, bei jensten Vereinen schon gewesen. Nicht explizit hat irgendeinen ausgesucht, sondern man geht einfach her, man hat es gemütlich, man kennt dort schwer, macht einen Schwätz und zeichnet das Buchserfest aus. Hast du Zeit für Pontonieren und für dein Hobby? Gemäss der Rangliste von letzten Samstag habe ich eine Zeit für Pontonieren. Ja, nehme ich mir, braucht es für mich selber. Und ich kann heute leider dort nicht mitschaffen, aber ja, ist okay. Wie läuft es so mit der Umgebung? Hast du so mit den anderen Gemeinden? Wie ist dort der Kontakt? Wie ist das angegangen? Ich bin nach wie vor begeistert, wie dasselbe, was vorher in der Gewerbeverein war, auch in der Gemeinde hinten stattfindet. Wir sind in Werdenberg und wir miteinander haben eine unheimliche Strahlkraft. Und das kommt auch richtig über, wenn wir es richtig anmachen, und das kommt ganz sicher gut.